kannst du Marketing eigentlich delegieren? In der Fitness- und Gesundheitsbranche ist es ziemlich angesagt, sich irgendeine Agentur zu holen, die einem Leads einschaltet, Facebook-Kampagnen verkauft und dann Vollgas voraus. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu und wie die aussieht, das zeige ich dir jetzt. Was sind denn eigentlich die wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers? Es gibt eine Aufgabe, danach kommt ganz lang nichts und dann gibt es eine zweite Aufgabe, danach kommt auch ganz lang nichts. Und das sind die aller wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers. Was ist die allerwichtigste? Die allerwichtigste Aufgabe in deinem Business ist, dass du ausreichend Aufträge hast. Ausreichend Kunden. Denn ohne Kunden ist sowas von alles nichts. Also, weil du kannst keine Mitarbeiter einstellen, du kannst keine Werbung machen, um noch weiter zu wachsen. Du kannst Reparaturen nicht vornehmen. Also ohne Umsatz, ohne Geld geht eigentlich gar nichts. Deswegen ist die erste, allerwichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du ausreichend Leads hast. Das ist Marketing. Das heißt also, ist Marketing delegierbar? Auf gar keinen Fall. Und das ist auch der Hauptfehler, den viele Fitnessunternehmer machen. Also wenn ihr Marketing nicht läuft, dann ist es oft so, dass sie sich selber weder die Zeit für nehmen, noch sich selber damit beschäftigen. Das heißt, es wird irgendetwas angeschaltet, was nachher überhaupt nicht zum Unternehmen passt, was nicht zur Positionierung passt. Also der Vollständigkeit halber, was ist die zweite wichtigste Aufgabe eines Unternehmers? Ja, dafür zu sorgen, dass die Leads, die da sind, die Kundenanfragen, die man hat, auch abgeschlossen werden. Das ist die zweite wichtigste Aufgabe, dass der Umsatz auch wirklich reinkommt. Und die beiden Aufgaben, da kommt ganz lange nichts. Bevor wir uns über Mitarbeiter unterhalten, über Systeme, über Skalierung und Recruiting, diese ganzen Themen, wenn du das für dich als Unternehmer noch nicht gefixt hast, also wenn du nicht sagen kannst, du hast ein System, bei dem ganz konsequent neue Kunden reinkommen, die dann zu begeisterten Kunden wären, also Mitgliedern werden, wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist das jetzt deine aller wichtigste Aufgabe. Und zwar mit absoluter oberster Priorität. Und ich kann dir hier nur so meine Erfahrungen mal mitgeben. Ich mache jetzt dieses Business irgendwie seit knapp 20 Jahren. Und ich habe so viel Erfahrung gesammelt und die war auch echt teuer, die Erfahrung. Also ich will nicht wissen, es sind in jedem Fall sechsstellige Beträge im mittleren Bereich, die wir für Agenturen und Marketing ausgegeben haben. Und zwar ganz häufig echt umsonst. Egal zu welcher Agentur du gehst, das Problem ist einfach, dass der nicht weiß, was du weißt. Und der kennt ja auch nicht dein Leben. Wir wissen, dass Marketing einen ganz krassen Impact darauf hat, wie dein Business funktioniert. Das heißt, es bestimmt dein Leben maßgeblich. Also egal, wie weit du weg bist von dem Tagesgeschäft als Unternehmer, mit welchen Leuten hast du es zu tun? Sprichst du die Masse an oder sind es wenige Kunden für einen hohen Preis? Welche Mitarbeiter hast du? Das alles hängt ganz eng mit deinem Marketing zusammen. Das heißt, musst du viel arbeiten, musst du wenig arbeiten. Das sind alles Dinge, die werden von deinem Marketing und von deinem Vertriebsprozess beeinflusst. Und deswegen ist es auch so, kannst du das nicht aus der Hand geben. Und warum das Marketing von Agenturen ganz häufig nicht funktioniert ist, weil sie die Zielgruppe nicht in- und auswendig kennen, weil sie nicht wissen, wie ticken eigentlich die Kunden, die bei dir sind. Was bräuchten die und wer bist du auch? Also was willst du liefern und geben? Das heißt, die können schon die einfachsten Sachen wie eine Anzeige formulieren oder einen Text formulieren oder deine Website gestalten. Da hängen die. Also falls es dir so geht, dass du Tonnen Kohle ausgegeben hast für Agenturen und nachher dann echt total frustriert festgestellt, dass es überhaupt nichts gebracht hat, dann willkommen in meinem Leben. Das ist die Erfahrung, die ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, bis ich dann irgendwann glücklicherweise selber kapiert habe, wie es funktioniert. Und seitdem fällt es mir leicht, nicht nur mein eigenes Marketing umzusetzen, sondern ich kann, egal was, weiß ich, wie die Grundlagen sind. Und die musst du selber lernen. Das heißt, du musst selber lernen, wie man die richtige Zielgruppe findet, wie man ein attraktives Angebot nach draußen ballert und wie so eine Anzeige aussehen muss. Du musst es verstehen. Weil nur dann kannst du auch, wenn dir eine Agentur was liefert, entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und früher habe ich immer gedacht, ey, wenn die so viel Kohle verlangen, ne? Also ich bin ja dann so ein Klassiker, ne? Man läuft in so eine Agentur rein und dann ist man fast so ein bisschen ehrfürchtig am Anfang, weil man denkt so, boah, die Räumlichkeiten, dann sitzen die da irgendwie mit vier Mann in so einem schicken Büro und so. Ne? Wenn wir an diese ganzen Dinge denken,
Ey, und so ging mir das. Und da hast du ja gar nicht die Idee, du kommst da gar nicht drauf, dass die das nicht auf dem Schirm haben könnten. Also das ist so, dass die das nicht können, kommt für dich gar nicht in Frage. Aber wenn du dann den Rücklauf anguckst auf solche Kampagnen, stellst du fest, verrückt, da geht gar nichts. Also du gibst Tonnen Kohle aus und es passiert nichts. Und dann kann man dir natürlich erklären, so Agenturen sind da übrigens ziemlich wief, dir dann zu sagen, das ist Image, ne? Also wir machen hier Markenbildung und das ist langfristig und wichtig und so. Ich kann dir sagen, wenn du keinen Rücklauf auf dein Marketing hast, dann hast du entweder die falsche Botschaft oder die falsche Zielgruppe oder dein Angebot ist schlecht. Aber so arg viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Und das kann niemand, also das kannst du übrigens auch nicht an einen Marketingmitarbeiter delegieren. Also auch das erlebe ich häufig, dass dann Unternehmer sagen, ja, ich habe da jemanden, der macht es Vollzeit und der darf das dann ganz alleine entscheiden. Ey, der kann nicht über dein Angebot entscheiden, der kann auch nicht über dein Pricing entscheiden, der kann auch nicht darüber entscheiden, wo Anzeigen platziert werden, wie die aussehen, welche Zielgruppe du ansprechen willst. Das kann niemand andere entscheiden. Es kann nur der entscheiden, der wirklich das Business steuert. Also Marketing ist eine der aller wichtigsten unternehmerischen Aufgaben und deswegen musst du lernen, wie es funktioniert. Und wenn du keinen Top-Verkäufer in deinem Business hast, also der das wirklich aus dem FF aufbauen kann, ich kann dir sagen, die sind teuer, falls es um Mitarbeiter geht. Falls du den nicht hast, musst du auch verkaufen lernen. Und das sind die beiden Dinge, die die wenigsten Unternehmer so richtig auf dem Schirm haben, weil natürlich, ich kenne das ja selber auch, man hat ja 500.000 andere Sachen noch zu erledigen. Also wir sind ja schließlich Unternehmer, das heißt, teilweise haben wir vielleicht noch operatives Tagesgeschäft, müssen uns vielleicht noch mit Mitgliedern auch beschäftigen oder dürfen uns mit Mitgliedern beschäftigen. Ich weiß, dass es eine riesen Herausforderung ist. Trotzdem, ein Business aufzubauen, dass man mehr am Unternehmen arbeiten kann, statt im Unternehmen, funktioniert nur mit ausreichend Neukunden und viel Umsatz. Also falls dir dieses Video geholfen hat, dann abonniere mich bitte unbedingt und wir sehen uns beim nächsten Mal.